Musiker singen das Lied zu Geburtstagen oder auf Dorffesten. Inzwischen aber meist nur noch für sich, weil keine Dorffeste mehr stattfinden und Geburtstage kaum noch gefeiert werden. Fast 2 Jahre hat es im Sertão nicht mehr geregnet. Die Menschen sitzen apathisch vor ihren Hütten, den Blick in die Ferne gerichtet, in der Hoffnung, dass am Horizont vielleicht doch noch Regenwolken auftauchen. Heute oder morgen oder irgendwann. Doch ein Tag gleicht dem anderen. Die Sonne beherrscht den Sertão und sie gilt hier nicht als Energiequelle, sondern als Geißel der Menschen. Viele Menschen sind vor der Dürre davongelaufen. Denn die wenigen Brunnen, die noch Wasser haben, sind oft viele Kilometer weit entfernt. Und irgendwann halten Tier und Mensch den täglichen Strapazen des Wasserschleppens nicht mehr stand. Überall auf den Wegen zu den Wasserstellen, Kadaver von Tieren, die zusammengebrochen und das rettende Wasser nicht mehr erreicht haben. Es riecht nach Verwesung im Sertão. Der berühmte Ipuera-See, einst wegen seines Fischreichtums geschätzt, gleicht einer Mondlandschaft. Zum ersten Male seit über 80 Jahren ist der See völlig ausgetrocknet. Jedes Leben scheint erloschen. Nur ein vereinzeltes Tattoo, ein Gürteltier, sucht hier noch nach Nahrung. Doch so trostlos der Sertão in den Zeiten der Dürre auch ist, die Menschen lieben das Land, das ihnen so viel abverlangt und doch nur dürre Buschlandschaft hervorzubringen scheint. Die meisten harren aus und hoffen, dass auch hier möglich ist, was in Simplicio Mendes geschah, einer Pfarrei dreimal so groß wie das Saarland. Dort hat ein Pfarrer die Dürre besiegt, sagen die Bauern, Wasser geschaffen, wo vorher nur Trockenheit und Wüste war. Wir sind auf der Suche nach diesem Pfarrer, nach Padre Geraldo, dem Priester des Sertão. Padre Geraldo ist für uns wie Gott. Wir lieben Gott im Himmel und wir lieben Padre Geraldo auf Erden. Er hilft immer, wenn eine Familie in Not ist. Padre Geraldo, das ist der Mann hier vom Sertão, das ist unser Vater. Er hat uns zu essen gegeben, als wir Hunger hatten. Und er war es auch, der uns in der Verlassenheit des Sertão beschützt hat. Ohne ihn wären wir alle verhungert. Für mich ist er jemand, der direkt vom Himmel kommt. Er gab uns Land, auf dem wir jetzt leben. Ich finde das sehr gut. Erzähl uns noch ein wenig über den Pater. Er ist gut, voller Nächstenliebe, gut eben zu allen. Es ist nicht leicht, Padre Geraldo zu finden. Die Menschen haben ihn zwar gesehen, aber wo er sich jetzt gerade aufhält, weiß niemand. Seine Gemeinde umfasst 42.000 Menschen. Und in der Zeit der Dürre sind es meist Menschen in Not, Menschen auf der Suche nach Wasser. Doch wo man auch hingeht, Padre Geraldo scheint überall präsent zu sein, auch wenn er nicht da ist. Immer wieder stößt man auf Zeichen seines Wirkens. Gott ist die Liebe, steht auf dieser Brücke, die Geraldo gebaut hat. In der Regenzeit sind oft ganze Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten. Denn das ist das Besondere am Sertão. Es regnet zwar selten,
Aber wenn es regnet, stürzt meist so viel Wasser vom Himmel, dass große Überschwemmungen entstehen. Dann, endlich, haben wir Padre Geraldo gefunden. Er prüft das Wasser, das sich in einem Erdloch gesammelt hat. 2 Traktoren der Pfarrei heben eine tiefe Mulde aus, in der sich Regenwasser sammeln und einen See bilden soll. Denn Geraldo hat Land gekauft, auf dem nun junge Bauern siedeln. Sie wollten den Sertao bereits verlassen, nun aber bleiben sie. Geraldo hat ihnen Wasser versprochen. Padre Geraldo, was Sie hier machen, Traktoren arrangieren, Wege bauen, den Menschen ein Stück Land geben, hat das eigentlich noch was mit Verkündigung zu tun oder sind Sie im Grunde jetzt ein Entwicklungshelfer im Namen der Kirche? Ja, das hat, eigentlich sind es beide Dinge, Entwicklungshilfe und Verkündigung. Denn jede Entwicklungshilfe, wer sie auch macht, die hat ja irgendeine Motivierung. Er will etwas damit erreichen. Und in den allerwenigsten Fällen ist die zivile Entwicklungshilfe, hat nicht den Sinn, dem betreffenden Menschen aus irgendeiner Not herauszuhelfen, sondern ein Gebiet zu entwickeln, ein Volk zu entwickeln. Aber sind ja Priester eigentlich. Ja. Und in meinem Fall ist das ja etwas anderes. Ich verkünde einen Gott, der dich gern hat. Der will, dass du in so einem verlassenen Tal hier dein Leben führen kannst und nicht nur dauernd hier 30 Kilometer hinter Wasser laufen musst, sondern du sollst dein Wasser hier haben. Das will Gott, das will ich dir sagen damit, dass ich hier bin. Verstehen das die Menschen? Ja, das verstehen sie. Das verstehen sie. Und sie spüren wohl auch, dass sie hier eine Perspektive haben. Denn darauf legt Geraldo Wert, den Menschen eine Zukunft zu eröffnen und sie zu befähigen, die nächste Dürre selbst zu bewältigen. Wichtig für diese Bauern auch, hier gibt es keine Großgrundbesitzer. Dieser Teil des Sertao gilt in Brasilien als so lebensfeindlich, dass noch kein Fazendeiro hierher gefunden hat. Glauben Sie, dass Sie den Rest des Lebens hier bleiben werden? Ich denke schon. Ich bin im Busch aufgewachsen und verschwende keinen Gedanken daran, hier wieder wegzugehen. Aber die Dürre ist doch sehr schlimm hier. Im Nordosten ist es halt so trocken. Sind viele Menschen gestorben? Es sind einige verhungert. Viele Menschen hatten nichts und konnten auch nichts kaufen. Können Sie uns sagen, wie sich die Politiker verhalten? Die Politiker tun, als seien sie Gott und könnten Regen machen. Aber Gott schickt den Pfarrer und der hilft uns wirklich. Padre Geraldo hat Deutschland vor 30 Jahren verlassen, aber der Kontakt ist nie abgerissen. 2 Aktionsgruppen, eine in Hamburg und eine in Osnabrück, unterstützen die Arbeit des 59-jährigen Priesters, der mehr Zeit im Busch als im Pfarrhaus verbringt. Als er im Camp der Landvermesser eintrifft, macht die Gruppe gerade Mittagspause. Wir sind gerade mit dem Essen fertig. Ja, wir haben viel Wasser getrunken. Ja, vom Ziegenbock haben wir gegessen. Nein, Schweinefleisch gibt es hier nicht mehr. Oder nur auf Hochzeiten, nur auf Hochzeiten. Die Landvermesser haben weder studiert noch eine technische Ausbildung erhalten. Aber Padre Geraldo will hier auch keine komplizierten Apparate einführen.
so wie er es ablehnt, Wasser durch Maschinen und Pumpen zutage zu fördern, so lehnt er auch hochmoderne Messgeräte ab, die diesen Menschen fremd sind. Padre Giraldo will den Lebensraum der Bauern bewohnbar machen. Und weil er nicht nur redet, sondern handelt, wird er als Heiliger bezeichnet, als Sendbote Gottes. Ist ihm diese Verehrung nicht unheimlich? Ja, das könnte einem natürlich unheimlich sein, wenn es nicht mehr ein Zeichen, ein Ausdruck einer Freundschaft ist, die mit diesen Menschen gewachsen ist im Laufe der Zeit und bei der sie gemerkt haben, dass da einer unter ihnen ist, der wirklich im Namen Gottes gekommen ist. Das ja. Denn das ist ja meine Mission hier von Anfang an. Und sie haben gemerkt, dass wir von Gott nicht nur reden, sondern dass wir fähig sind, von diesem Gott ein Zeugnis zu geben und Übel aus der Welt schaffen und heilen. Dies ist so ein Zeugnis. Dieser See ist nichts anderes als ein Baggerloch, gefüllt mit Regenwasser. Der Anblick beseitigt letzte Zweifel. Im Sertao fällt genügend Regen, nur er fällt unregelmäßig und er fällt wie in Sturzbächen vom Himmel. Das Problem ist nicht mangelnder Regen, sondern wie man das Wasser auffangen und speichern kann. Denn noch einmal, dieser See enthält ausschließlich Regenwasser. Padre Giraldo erkundigt sich bei den Bauern, ob das Wasser denn trinkbar ist oder ob irgendwelche Krankheiten aufgetreten sind. Er spricht oft mit den Bauern, denn sie kennen das Land und sie wissen, wo es früher einmal natürliche Seen gab, die vielleicht nur neu ausgebaggert werden müssen. Padre Giraldo, wie viele solche Wasserauffangsee haben Sie denn geschaffen in Ihrer Zeit? Ja, wir sind ja schon seit vielen Jahren hier zugange mit diesen Arbeiten, nicht? Und ich habe so ein bisschen so die Rechnung aus dem Auge verloren, aber das sind im Laufe dieser Jahrzehnte über 300. Machen Sie damit nicht die Arbeit, die eigentlich die Regierung machen sollte? Das könnte man unter diesen Umständen wohl so bezeichnen. Aber das ist ja so, wenn wir dies nicht machen würden, die Regierung es auch nicht tut, dann würde nämlich das passieren, was man an vielen Stellen beobachtet, dass es eine Abwanderung gibt, dass diese Gegend unbewohnbar bleibt. Wenn aber so eine sichere Wasserstelle entstanden ist, dann halten sich die Leute hier und sogar kommen zurück und werden sich an diesen Stellen wieder mit ihrem ganz einfachen Leben einsetzen, aber sie haben eben Wasser. Die 300 Stauseen, die Padre Giraldo gebaut hat, haben in der Zeit der Dürre wie Überlebensinseln gewirkt. Doch nicht immer genügt es, nur ein tiefes Loch zu baggern. Manchmal ist der Untergrund felsig und es muss eine Staumauer errichtet werden, so wie hier in Mukambo, wo eine kleine Tafel daran erinnert, Wasser ist ein Menschenrecht, so klar und logisch, dass es niemals aufgeschrieben wurde oder in der Menschenrechtscharta erwähnt wäre. Die Legende sagt, dass sich der Sertao eines Tages in ein Meer verwandeln wird, aus dem Palmen erwachsen und grüne Wiesen auftauchen. Aber so richtig daran glauben will hier niemand mehr. Die Sonne beherrscht den Sertao, Sonne, die den Tod bringt. Freunde in der Heimat, schreibt Padre Giraldo während der Dürrezeit an den Aktionskreis in Osnabrück. Eine lange Strecke von Hunger und Durst liegt vor uns. Wie viele Wasserstellen haben wir zusammen geschaffen? Wie viele landlose Bauern angesiedelt? Wollen wir es nicht noch einmal versuchen, den Hunger zu bekämpfen?
Der Hilferuf bleibt nicht ungehört. Die Unterstützung aus Deutschland trägt wesentlich dazu bei, dass etwa 40.000 Menschen, die vom Hunger und Dursttod bedroht sind, gerettet werden können. Die Mehrzahl von ihnen Kinder. Zwischendurch fährt Padre Geraldo mit seinem Motorrad immer wieder hinaus, um den Menschen Mut zuzusprechen, die unter der Hitze besonders gelitten haben. Viele Familien sind entwurzelt, die Männer in die großen Städte abgewandert, in der Hoffnung, dort Arbeit zu finden. Frau und Kinder bleiben oft monatelang allein zurück und manchmal kommt der Mann auch gar nicht wieder. Und wenn Padre Geraldo nicht ab und zu etwas Maniok, Mehl und Bohnen vorbeibringt, würde es auch diese Familie vermutlich schon nicht mehr geben. Padre Geraldo versucht, die Familie wieder aufzurichten, sie zu ermutigen, die Felder zu bestellen, weil Regen angekündigt ist. Doch die Menschen sind zermürbt, viele versinken in Apathie. Den Menschen die Würde zu erhalten und sie zum Kampf gegen den Hunger zu aktivieren, haben Padre Geraldo veranlasst, eine Fischzucht ins Leben zu rufen. Aber der Hunger war zu groß. Die Bauern fingen die ausgesetzten Fische bald wieder ein und aßen sie auf. Heute gibt es nur noch ganz kleine Fische in der Bucht des Rio Canindé. Und dennoch, auch Versuche wie dieser tragen dazu bei, die Not zu lindern. Denn natürlich sind auch in der Pfarrei Simplicio Mendes Menschen verhungert und Rinder verdurstet. Aber zumindest das große Massensterben blieb bisher aus. Der Rio Piauí, der größte Fluss der Region, inzwischen nur noch ein Rinnsal, aber wenigstens noch nicht ganz versiegt wie so viele andere Flüsse im Sertão. Am Rio Piauí wird deutlich, wie staatliche Hilfe in Brasilien aussieht. Ein mächtiger Stausee sollte hier entstehen, aber es reichte nur zu dieser Steinböschung. Von 8 Millionen Dollar wurden nur 5% für den Staudamm ausgegeben. Den Rest steckten Politiker und Funktionäre ein. Und auch eine Untersuchungskommission bestätigte nur, was ohnehin bekannt war: Das Geld war weg. Es gibt an diesem Ort auch nichts zu pfänden. Die Lastwagen haben allenfalls Schrottwert. Und dennoch, einer ist geblieben. Der Nachtwächter, der seit einem Jahr keinen Lohn mehr erhalten hat. Wie viel Geld schuldet man ihnen noch? Ich habe hier die Aufstellung. Es sind 3.450 Mark, die ich noch bekomme. Nach der Abrechnung sind es 2.000. 2.600. Nein, es sind schon 4.500 Mark. Ohne die Zuschläge. Glauben Sie, dass hier weitergebaut wird eines Tages? Die Verantwortlichen sagen, es wird weitergebaut. Aber ich glaube nicht mehr an die vielen Versprechungen. Die Sonne beherrscht den Sertão. Sonne, die den Tod bringt? Padre Geraldo wehrt sich gegen derartige Vereinfachungen. Auf dieser Baustelle hat er mit einem anderen Experiment begonnen, um zu Wasser zu kommen. Hier ist der Boden zu felsig, um Baggerseen auszuheben, und das Land zu flach, um kleine Staumauern zu errichten. Aber auch in dieser Gegend regnet es. Selten zwar, aber die wenigen Male überaus heftig. Padre Geraldo hat errechnet, dass auf einer Fläche von 10 mal 15 Metern genügend Regen niedergeht, um mehrere Familien mit Wasser zu versorgen. Und so
bauen die Landarbeiter sogenannte Gemeinschaftszisternen, Auffangbecken für Regenwasser. Und so sehen die Zisternen aus, wenn sie fertig sind. Auf diesem schmalen Dach eines Gemeinschaftsgebäudes wird das Regenwasser gesammelt und in die Zisternen geleitet. Nach einer längeren Regenphase sind beide Zisternen gefüllt. Das Wasser reicht für 12 Familien und die müssen nicht einmal sparsam damit umgehen. Ist das Wasser gut? Es ist sehr gut. Es ist das beste Wasser in der ganzen Gegend. Es ist sehr sauber, ohne jeden Schmutz. Wir haben keine Mikroben, nichts. Reicht das Wasser denn auch in Zeiten der Dürre? Ja, wenn die Behälter voll sind. Es hat sich herumgesprochen, dass in diesem Teil des Sertão ständig neue Wasserquellen entstehen. Es hat sich bis nach São Paulo herumgesprochen. Die ersten Abwanderer sind zurückgekehrt und bauen ihre Hütten wieder auf. Manuel Gomes ist einer dieser Rückkehrer. Noch vor wenigen Monaten hatte er geschworen, den Sertão nie wieder zu betreten. Warum sind Sie zurückgekommen? Ich bin zurückgekehrt, weil ich auf diesem Stück Land mein täglich Brot verdienen will. Es ist hier einfacher als in São Paulo. Dort habe ich sehr gelitten und bald schon hatte ich nur noch einen Wunsch, in meine Heimat zurückzukehren. Ana Gomes war ihrem Mann nach São Paulo gefolgt. Aber reden wollte sie über diese Zeit nicht. Nur so viel teilte sie mit. Die Tage in São Paulo waren die schlimmsten ihres Lebens, erniedrigend und ohne jeden menschlichen Kontakt. Was ihm in der Fremde am meisten gefehlt habe, seien die Menschen des Sertão gewesen, sagt Manuel. Bauern wie er, die nicht viel reden, aber da sind, wenn man sie braucht. Der Kampf ums tägliche Brot, das Warten auf Regen, die Apathie der Menschen, das alles scheint vergessen, wenn Padre Geraldo einen Gottesdienst angesagt hat. Dann kommen sie alle, zu Fuß oder auf Eseln, und oft sind sie viele Stunden unterwegs. Die Frauen haben den Gottesdienst selbst gestaltet und den Opfergang den Kindern gewidmet, den vielen, die nicht überlebt haben. Weil es kein Wasser gab. Weil eine Schale Reis fehlte. Weil das Recht auf Leben so wenig gilt, wie diese Waage verdeutlichen soll. Padre Geraldo geht in der Predigt mit den Politikern hart ins Gericht. Sie würden immer nur dann hierher kommen, wenn sie gewählt werden wollen, nicht aber, wenn sie gebraucht würden. Und weiter sagt er, die Wahrheit ist, dass Kinder krank werden, weil sie nichts zu essen bekommen, weil sie hungern. Und diese Wahrheit muss aufgedeckt werden. Wenn man aber behauptet, dass der Hunger nur existiert, weil es hier heißer ist als anderswo, zufällig also, weil hier nun mal nichts wächst und das Hinterland eine andere Sozialstruktur hat, dann sage ich nein, es liegt nicht daran. Es liegt vielmehr an unserer Verwaltung, die nicht in der Lage ist, auch die Letzten in unserer Gesellschaft einzubeziehen. Menschen, deren Kinder hungern und die sich dann noch sagen lassen müssen, Gott habe es so gewollt. Der Höhepunkt des Gottesdienstes, ein Kind in Windeln, geboren in Zeiten der Dürre. Ausdruck des ungebrochenen Willens zum Leben, sagen die Frauen später. Zum Leben im Sertão. Que não somos nada, que não temos nada para oferecer. Pare nossas mãos da queda, traz de nada, queda do nosso vida.
als hätte es nur noch dieses Gottesdienstes bedurft, um den Himmel zu besänftigen, beginnt es wenige Tage später zu regnen. Nur kurze Zeit, aber doch so heftig, dass die Straßen bald schon unter Wasser stehen und die Stauseen überlaufen. Geraldo hat die Regenaufnahmen selbst gedreht, als wir Brasilien schon wieder verlassen hatten. Gott ist die Liebe, steht noch immer auf dieser Brücke. Aus dem schmalen Rinnsal ist ein reißender Strom geworden. Der Regen hat das Gesicht des Sertão verändert, hat die Menschen verändert. Überall werden die Felder bestellt, wird gepflanzt, wird gegossen. Die Menschen feiern wieder. 40.000 waren vom Hunger und Dursttod bedroht. Viele haben das Vieh verloren, den Nachbarn wegziehen sehen, das eigene Kind begraben. Die Musiker spielen wie befreit auf. Und die Bauern feiern den Regen wie einen Sieg über die Launen des Sertão. Doch die nächste Dürre kommt bestimmt. Aber dann sind sie darauf vorbereitet. Die Menschen haben so lange so viel gelitten. Nun möchten sie tanzen. Die ganze Nacht.